So, we are beginning this evening's event. Gut, beginnen wir mit unserer heutigen Abendveranstaltung. Herzlich willkommen zum European Energy Salon der Saison bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir werden Englisch sprechen während unserer Veranstaltung, wobei Sie natürlich nachher in unserer Q&A-Runde auch auf Deutsch Fragen stellen können. Ich begrüße auch ganz herzlich alle diejenigen, die uns per Livestream verfolgen. Der European Energy Salon oder Europäische Energiesalon für alle die, die noch nie hier waren, befasst sich mit aktuellen Fragen zum Thema Energie in Europa. Und heute geht es um die Energiewende und strukturelle Veränderungen im europäischen Kontext. Wir wissen, dass die Energiewende sowohl technisch möglich als auch machbar ist. Wir wissen aber auch, dass ein Übergang in Europa nur dann erfolgreich gelingen kann, wenn wir das Ganze sozial gerecht abgefedert haben. Wir wollen ja nicht, dass diejenigen, die jetzt schon die Verlierer des traditionellen fossilen Energiesektor sind, die Verlierer bleiben. Wir freuen uns, heute Abend hier eminente Podiumsteilnehmerinnen zu haben. Und das finde ich ganz klasse. Ich meine, wie oft haben wir nur Frauen auf der Bühne? Wir freuen uns also, von Ihnen etwas zu hören über die Lage in Ihren Ländern. Zum einen begrüßen wir Pina Demirkan aus der Türkei. Sie ist eine freie Journalistin. Und sie ist Umweltaktivistin. Sie interessiert vor allen Dingen Umweltgerechtigkeit und Umweltthemen. Und sie wird über die Atomenergie und die Atomindustrie in der Türkei sprechen. Dann begrüßen wir sehr herzlich Dagmar Schmidt aus Deutschland. Sie ist die Programmmanagerin der Droso-Stiftung und arbeitet zum Thema Transformation in Osteuropa. Und sie ist Gründungsmitglied der Lausitzer Perspektiven, einer Organisation, die sich befasst mit dem Transitionsprozess in der Lausitz in Ostdeutschland. Talk, talk, talk ist das Motto. Wir reden miteinander. Und es geht bei den Lausitzer Perspektiven darum, eine Plattform zu bieten für die unterschiedlichen Stakeholder in diesem Prozess. Und dann begrüßen wir ganz herzlich Miriam Rodriguez Ruiz aus Spanien und Griechenland. Sie lebt seit 20 Jahren schon in Griechenland. Vielleicht wollen Sie auch als Griechin vorgestellt werden. In jedem Fall begrüßen wir Sie hier als Präsidentin von Electra Energy Corporation. Seit 2016 leitet Miriam diese Kooperative. Es ist eine Genossenschaft in Griechenland und wir sind sehr gespannt, was Sie uns dazu zu berichten haben. Und dann haben wir hier auf der Bühne Konstancja Jolowska aus Polen. Sie ist die einzige Nicht-Aktivistin in dieser Gruppe. Sie ist Ökonomin und Soziologin vom Beruf und arbeitet als Analystin beim Institute for Structural Research in Warschau. In ihrer Arbeit konzentriert sie sich vor allen Dingen auf die ökonomischen Folgen des Strukturwandels. Insbesondere betrachtet sie hier den Arbeitsmarkt und das Thema Armut. Soweit von meiner Seite und ich möchte jetzt Pinar bitten, uns etwas zu sagen über die Türkei. Wie sieht es dort aus? Was sind die Herausforderungen in der Türkei und was machen Sie dort Tag für Tag? Guten Abend. Ja, ich komme aus der Türkei. Ein Land, das seit ungefähr 5 Jahren sich sehr stark auf das Thema Energie konzentriert hat. Ich werde
heute Abend insofern vor allen Dingen über den Energiesektor in der Türkei berichten. Vorab möchte ich aber insgesamt etwas sagen zum Thema Klimawandel, denn die Türkei ist einer der Unterzeichnerstaaten der Vereinbarung aus dem Jahr 2015, wobei das Parlament das Abkommen bisher nicht ratifiziert hat. Kohle. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Wir haben zwar Kohle auch im Land, arbeiten aber vor allen Dingen mit importierter Kohle in unseren Kraftwerken. Die Türkei nutzt also eine Energieressource, über die das Land selbst nicht ausreichend verfügt oder vielleicht sogar ausreichend, aber es wird in der Türkei vorgezogen, Kohle zu importieren. Es ist natürlich auch eine spezifische Kohle, die hier importiert wird, eine besonders geeignete für den Betrieb der Kraftwerke, und deswegen zieht man vielleicht den Import vor. Ein hoher Anteil der Energieversorgung in der Türkei ist also die Kohle. Wir haben Erdgas darüber hinaus und da verfügen wir auch über bedeutende Ressourcen. Wir haben ungefähr 40 Kraftwerke, die mit Erdgas betrieben werden. Auch hierfür werden die Ressourcen aber importiert. Die Türkei investiert intensiv in den Bereich Energie. Und die Treibhausgasemissionen belaufen sich auf 462 Millionen Tonnen, Tendenz steigend. 2040 wird hier noch wesentlich mehr emittiert werden. Die Regierung nimmt das zur Kenntnis und geht gleichzeitig aber auch hin und investiert auf lokaler und nationaler Ebene in AKWs. 2010 verständigte sich die Türkei mit Russland über den Bau eines AKWs an der Mittelmeerküste. Und das war das erste AKW, das in der Türkei eigenständig gebaut wurde. Mit anderen Worten, das Land baute und vergab auch damit die Konzession für den Betrieb des AKWs an Russland. Und 2013 wurde eine ähnliche Vereinbarung mit Japan getroffen, ebenfalls eine schlüsselfertige Übergabe eines AKWs an einen japanischen Konzessionär. Es sind die Franzosen, eine französische Firma, und Mitsubishi, die dieses AKW bauen. Es gab da einige Probleme bisher, aber es wird in jedem Falle dort letztendlich einen Reaktor geben, der gestartet werden soll. Ohne dass es irgendwelche Tests vorab gegeben hätte übrigens. Und das Gleiche gilt für Russland. Es wird einen VER 1200 geben, der in Betrieb gehen soll, ebenfalls ohne, dass es vorab irgendwelche Tests gegeben hätte oder geben würde. Die Türkei investiert also in die Atomenergie, ohne dass das Land über eigenes Radium zum Beispiel verfügt. Auch hier muss also wiederum importiert werden. Die Botschaft, die die Regierung aussendet mit Blick auf Klimawandel und Energieinvestitionen, ist also eine widersprüchliche. Und nach Fukushima, übrigens habe ich mich in meiner Arbeit auch sehr stark konzentriert auf Fukushima, die Türkei hat also versucht, ihre Beziehungen zu verstärken mit der Türkei, mit Japan und anderen Nationen. Vor Fukushima ging es vor allen Dingen um die Förderung von Energieprojekten. Nach Fukushima wurde natürlich die Frage der Sicherheit eine enorm virulente, was den Betrieb von Kraftwerken, von Atomkraftwerken angeht. Es gibt aber ein eigenes Atomkraftgesetz in der Türkei mit den entsprechenden Institutionen, die unmittelbar dem Umweltministerium bzw. dem Premierminister
unterstellt sind, die sich um den Betrieb der AKWs kümmern. Die Regierung investiert also in Atomenergie, ignoriert dagegen die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung ist skeptisch, was die Atomkraft angeht. Und das bereits seit 1976. Seit 1976, das ist das Jahr, in dem ich geboren wurde, nebenbei gesagt, gibt es bereits Initiativen gegen AKWs. Ursprünglich wollte die Regierung auch keine AKWs bauen. Es gibt auch kein Uran, wie gesagt, in der Türkei. Aber selbst wenn es Uran gäbe, würde man das nicht haben wollen. Wir wissen alle, was es an Unfällen gab in Atomkraftwerken. Three Mile Island ist sicherlich noch vielen in Erinnerung. Dann ist natürlich auch immer die Frage der militärischen Nutzung der Kernenergie ein relevantes Thema, Atomwaffen und so weiter und so fort. Wir wissen, dass die AKWs im Übrigen auch keine Lösung sind angesichts des Klimawandels. Oft wird ja gesagt, lass uns in die Kernenergie gehen, dann haben wir das Klimaproblem nicht. Auch das ist nicht richtig. Wir haben auch noch erneuerbare Energieressourcen bei uns im Land, Sonnenenergie, Windenergie und Wasserenergie. Und wir befürchten eigentlich, dass mit zunehmendem Engagement im Bereich Atomenergie das Land sich abwendet von den erneuerbaren Energien. Dabei sollten diese eigentlich eher ausgebaut werden. Wichtig sind in diesem Zusammenhang natürlich die Einspeisevergütungen, die bei uns gezahlt werden. Wir haben aktuell 12,43 Cent für die Energie, die erzeugt wird in AKWs. Bei den Erneuerbaren ist das aber wesentlich billiger, was wir bekommen. Beim Wind zum Beispiel liegt es um ein Vierfaches darunter. Das ist also nicht logisch, dass man in die Atomenergie geht. Ja, danke, das ist ein wichtiger Punkt. Die erneuerbaren Energien sind heute viel billiger als die konventionellen Energien. Das ist aber eine Botschaft, die offenbar bei der Bevölkerung nicht ankommt. Das ist eine Tatsache, die ganz viel nicht bekannt ist. Ja, es ist, was den Gesamtenergieverbrauch angeht, nur 1% weniger. Sie leiten ja auch eine Initiative gegen Atomkraft in der Türkei. Vielleicht können Sie uns etwas sagen über Ihre Strategien? Wie haben Sie bisher gearbeitet? Wie informieren Sie die Öffentlichkeit über die echten Kosten und die echten Gefahren der Atomenergie? Und was wären die Alternativen oder welche Alternativen bieten Sie an? Nun, der Kampf gegen die Atomkraft ist auch etwas, was wir führen, um die erneuerbaren Energien stärker ins Zentrum zu rücken. Wir bieten Alternativen, wir nennen die Alternativen, wir versuchen der Bevölkerung klarzumachen, dass wir nicht abhängig sind von der Atomenergie. Es gibt andere Energieformen, es gibt erneuerbare Energien und die können wir nutzen. Unseren Kampf kann ich wie folgt schildern. Wir sind seit langem schon aktiv, wir haben einige Gerichtsverfahren laufen. Es ist ja so, dass die Regierung in der Regel versucht zu vermeiden, dass die Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise aufmerksam wird oder eine Rolle spielt. Es gibt keine öffentliche Beteiligung. Richtig. Es werden öffentliche Veranstaltungen ohne Öffentlichkeit durchgeführt. Ja, es gibt Einladungen zu Meetings, öffentliche Anhörungen, die natürlich öffentlich sein müssten, die es aber in Wirklichkeit nicht sind. Und selbst Journalisten werden oft ausgeschlossen. Das heißt, es gibt eine Einladung zu einem öffentlichen Meeting, aber die Öffentlichkeit kommt dabei nicht vor. Es gibt zum Beispiel ein urbanes Zentrum, in dem 50.000 Menschen leben und nur 14 Kilometer entfernt wird ein AKW gebaut. Und da muss es natürlich die Beteiligung der Öffentlichkeit geben. Es ist also nicht so, dass 1.000 Kilometer entfernt Luftlinie ein AKW steht, sondern wir haben es tatsächlich mit unmittelbarer Nachbarschaft zu tun. Und wir sind ja nach wie vor dabei, die Kontaminierung zu beseitigen aus den AKW Unfällen der Vergangenheit, die Tausende von Meilen entfernt passierten. Wir sind natürlich auch sehr engagiert im Bereich Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Das heißt, wir organisieren UVPs mit Expertinnen und Experten für Umweltfragen, für Rechtsfragen. Und wir versuchen dann auch im Fall der Fälle vor Gericht zu gehen. Die Regierung ist natürlich immer der Gegner und versucht zu verhindern, dass UVPs, die zum Beispiel 2015 durchgeführt wurden, eine Rolle spielen bei den Genehmigungen, die jetzt erteilt werden. Es ist aber so, dass tatsächlich diese Analysen 2015 stattfanden und negative Ergebnisse brachten. Eine kleine Ergänzung noch. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich anzuschließen an diese Gerichtsverfahren. Es gibt also keine Verbandsklagerechte oder ähnliche Konstruktionen. Das ist eine Forderung der Anti-AKW-Bewegung gewesen, die natürlich das gut fände, um die Projekte zu verhindern. Ja, vielen Dank, Pina, für Ihren Bericht über die Themen, die Sie umtreiben. Machen wir weiter in Deutschland. In Deutschland haben wir das Land, das führend ist, was die Energiewende angeht, sagt man. Stimmt aber nicht, denn auch unsere CO2-Emissionen sinken nicht wirklich aufgrund des starken Braunkohleeinsatzes in der Energieindustrie. Wir haben hier Dagmar Schmidt aus der Lausitz und sie kann uns natürlich ganz wunderbar schildern, welche Bedeutung die Braunkohle in der Region hat und wie ihre Arbeit im Alltag aussieht. Und wie Sie Ihre Arbeit einbetten in das Gesamtbild Deutschlands und den Versuch, hier die Klimaziele zu erreichen. Ich sollte über Herausforderungen und Erfolge sprechen, wurde mir gesagt. Also Herausforderungen und Erfolge. Lausitz, ich denke, die meisten Personen hier im Publikum wissen, wo sich das befindet. Und wissen, wie wichtig es ist, derzeit in dem gesamten Transformationsprozess in Deutschland, dass wir uns dort in dem Prozess befinden, das Nuklearenergie zu verlassen und nun zu schauen, wie wir die Kohlefrage regeln für die Region. Und wir müssen nun schauen, wie wir das regeln. Ich denke, das ist nach wie vor unsere Hauptherausforderung. Und es gibt ein Paradox. Das ist die Herausforderung. Sie wissen, wir haben die Energiewende in Deutschland. Und sicherlich, wir sprechen nun nicht mehr darüber, ob Sonne, Wind, sonstige Energiequellen gangbare Alternativen sind. Wir haben alle gelernt, es gibt diese Alternativen. Und nun geht es darum, festzustellen, was sind tatsächlich die besten alternativen Energiequellen. Und in Deutschland ist dies vor allem eine wirtschaftliche Entscheidung. Es geht nicht mehr darum, dass wir darüber debattieren zu müssen, wir können nicht genug Energie erzeugen und wir laufen Gefahr, dass wir nicht überleben können. Aber gerade Lausitz ist ein hervorragendes Beispiel, das zeigt, wie können wir von einem wirtschaftlichen Modell, das auf Kohle beruht, übergehen können zu etwas anderem. Und dort besteht die Herausforderung. Wir entwickeln Energien dazu. Das alles in einer Region, die schon stark geschwächt ist durch den wirtschaftlichen Einbruch nach der deutschen Wiedervereinigung. Sehr viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Und damit einher ging die Angst, dass auch noch die Arbeitsplätze verloren gehen könnten, die mit der Braunkohleförderung bestanden haben. Und in der Vergangenheit sind schon so viele hunderttausende Arbeitsplätze verloren gegangen. Also diese wirtschaftliche Transition, darüber sprechen wir. Und wir als Deutsche haben noch keine Antwort darauf gefunden, wie wir diese Energiewende gestalten wollen. Und die Gesellschaft verändert sich, folglich ändert sich auch die Wirtschaft, muss entsprechende Antworten finden. Und es geht für uns darum, dass wir klare Wege finden, neue Wege finden. Und zwar sozusagen
auch Wege finden, wie wir weiterhin die Wirtschaft führen können. Das zeigt, wie groß die Herausforderung ist. Also diese Frage, haben wir ausreichend Energie für alle möglichen Wirtschaftssysteme, die es gilt, weiterhin zu betreiben? Das ist nicht mehr die Frage. Wir als Zivilgesellschaft und als eine Organisation der Zivilgesellschaft, wir versuchen dort diese Perspektive der Zivilgesellschaft reinzubringen. Wir sagen ganz klar, wenn wir nicht auch diesen Punkt angehen, dass wir auch in der Zukunft sicherstellen wollen, dass wir ein gutes Leben leben können. Und wie können wir das hinbekommen? Wie wollen wir das haben ohne die Braunkohle, ohne dass fossile Energien verbrannt werden? Und wenn wir diese Lösung nicht in Lausitz finden, finden wir das auch nicht sonst nirgends. Und wir sagen, Lausitz könnte eigentlich ein Modell sein, dass man da beginnt, diesen Diskurs zu führen. Wie kann man eine Zukunft sicherstellen nach dem Ende nach dem fossilen Zeitalter? Also und gleichzeitig diese Ziele erreichen, CO2-Reduktion hinzubekommen und so weiter. Das war unser Ausgangspunkt. Ich habe 2012 mit der Arbeit in der Lausitz begonnen und damals habe ich mich umgeschaut, wo sind die wichtigen Akteure der Zivilgesellschaft, wenn man an diese große Transformation denkt, an den Klimawandel denkt. Es ist wichtig, dass wir genügend Akteure finden, die sich da gedanklich mit einbringen, die auch eine Herausforderung annehmen und die Akteure des Wechsels sein wollen. Und für uns hatten wir noch nicht diese Entscheidung getroffen, dass wir tatsächlich aussteigen wollten aus der Braunkohle. Ich hatte damals auch nicht genügend Personen gefunden und auch vor allem nicht genügend Personen, die entsprechenden Institutionen angeschlossen sind. Denn der Fokus war nach wie vor immer noch stets auf Protest. Das war Grassroot-Protest. Es ging immer noch eben um diese Aktivitäten. Dann 2018 ist jetzt, 6 Jahre liegen zurück. Ich denke, wir haben eine weite Wegstrecke zurückgelegt. Wir können jetzt eine Debatte führen, und zwar über die Frage, wie können wir in der Zukunft leben ohne diese Braunkohle. Ich denke, das ist schon bereits ein Erfolg, den wir da erzielt haben. Und gut, es gab ständig Rückschläge, das ist normal, nichts ist perfekt. Ich denke aber, es wurden schon Fortschritte erzielt. Wir sehen zugleich auch immer mehr und mehr, dass die Leute aktiv werden. Auch der Staat organisiert neue Ausschüsse, neue Strukturen, um tatsächlich diesen Wandel anzugehen. Also wir sind durchaus weitergekommen als noch vor 5 Jahren. Für mich muss ich sagen, ich bin diesbezüglich eher optimistisch eingestellt. Vor 5 Jahren war ich nicht so optimistisch. Ich würde also hoffen, dass Lausitz tatsächlich eine Modellregion werden kann, um zu zeigen, wie man den Ausstieg aus der Braunkohle hinbekommt. Wir als Deutschland, wenn wir das nicht hinbekommen, dieses Thema, wenn wir nicht die CO2-Emissionen verringern, und zwar dies in einer Art und Weise tun, wo wir darauf eingehen, dass wir eine sehr vielfältige Wirtschaft haben. Wenn wir das nicht hinbekommen, wer dann? Das ist für mich die Hauptfrage. Und ich denke, diese wirtschaftliche Frage kann man nicht außer Acht lassen. Also dieser Klimawandel sollte unser Ziel sein. Mit erneuerbaren Energien können wir das alles hinbekommen. Das steht ganz außer Frage. Das wissen wir alle. Vielen Dank, Dagmar. Noch eine Frage möchte ich anschließen. Es ist sehr interessant. 5 Jahre. Haben genügt, um schon Veränderungen zu bewirken in den Köpfen der Leute. Jetzt denken sie bereits über eine Zukunft in der Region gemeinsam nach. Meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, was passiert in der deutschen Politik? Die Regierung hat gesagt, es geht darum, einen Kohleausschuss zu haben, um zu schauen, wie können diese strukturellen Umwandlungen vorangehen. Jemand, der vor Ort arbeitet in Lausitz, von dem würde ich gerne hören, was er denn da hält von diesen Regierungsplänen. Ja, ich muss sagen, also ich bin recht froh darüber, dass es einen Ausschuss geben wird. Ein Zyniker würde sagen, naja, was soll das schon für ein Ausschuss sein? Aber ich denke,
Das ist schon ein Fortschritt. Und ich denke, wir müssen uns das alle klar machen, wie schwierig das ist, im alltäglichen Leben einen Wandel zu bewirken, in Organisationen, in Gruppen, in der Gesellschaft, im ganzen zwischenmenschlichen Bereich, wenn wir nicht den Willen haben, da so strukturell ranzugehen. Wir sind ja auch schließlich Deutsche. Wir werden da jetzt nicht irgendetwas ganz Bahnbrechendes finden, wenn es uns um einen Wandel geht. Das ist ja unsere Kultur, dass wir nicht einen abrupten Wandel haben. Wir haben eher einen langsamen Wandel. Und Ostdeutschland und dieser ganze Wandel auch nach der Wiedervereinigung. Also wenn man sich das alles klar macht, die Herausforderungen in der Zukunft, in der neuen Art und Weise zu leben, wie wir unsere Wirtschaft führen, wenn wir uns das nicht klar machen, wie schwierig all dieses ist. Also wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn ein Ausschuss bestimmte Gruppen erreichen kann in der Regierung, in der Wirtschaft und wenn es einen nationalen Ausschuss gibt, der es erreicht, auch die Bündnisebene zu erreichen, das wäre für mich wirklich ein großer Fortschritt, wenn wir das hinbekommen, denn gerade da bestehen die größten Probleme. Also ich muss sagen, ich denke, es ist besser, einen Ausschuss zu haben, als keinen Ausschuss zu haben. Bündnisebene, da ist das besonders große Problem. Kannst du das ein bisschen noch erklären, wenn man sich das Bündnissystem anschaut in Deutschland, wenn man sich das anschaut, das System, das wir aufgebaut haben, und dann beispielsweise nehmen wir das Thema Bildung. Da haben wir ja gesehen, was Probleme das mit sich geführt hat, dass wir dieses Bündnissystem haben. Es ist nicht darauf ausgelegt, dass es Veränderungen geben soll. Man schaut sich immer an, was geschieht auf der nationalen Ebene, was wird da entschieden, wie kann man das dann auf die einzelnen Bündnisstaaten übertragen, um dann die Umsetzung zu machen. Und wenn es um gerade einen Umwandlungsprozess geht, wie beispielsweise mit der Braunkohle, das ist tatsächlich ein Bruch, der so bisher nicht gekannt worden ist. Und wenn es einen Ausschuss gibt, der diese Themen angeht, es geht darum, dass der Staat zusammenarbeitet mit den verschiedenen Landesregierungen. Und wenn man das so ein bisschen ein Gremium hat, das eingreifen kann, um das abzufedern, was es da für negative Nebeneffekte geben kann, das wäre sehr gut. Von der lokalen Ebene aus kommen wir nicht wirklich weiter, wenn wir nicht auch auf der staatlichen Ebene in eine bestimmte Richtung gehen. Wir haben ein System, das ist nicht wirklich für Wandel geeignet, muss man so sagen. Und wir haben, Sie wissen, gut, wir sagen ja, deshalb, es geht darum, dass man die Dinge bespricht, noch und nöcher. Aber gut, es ist nie für nichts, wenn man spricht. Aber wir hatten eine antagonistische Herangehensweise in der Region bisher. Es war nicht wirklich möglich, eine Debatte zu führen über diese Frage, wie wir in der Zukunft leben wollen. Und wenn wir nun in eine Phase kommen, wo es möglich ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, das wäre dann bereits ein Fortschritt. Vielen Dank. Miriam, du sollst etwas mehr sagen über das positive Beispiel, positive Alternativen in Spanien, Griechenland, was es da für Kooperationsmodelle gibt. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das möchte ich vorweg schicken. Es ist eine große, großartige Gelegenheit, hier einen Erfahrungsaustausch zu haben in Bezug auf diese Frage des Energiesektors und auch dieses Gespräch allein unter Frauen zu führen. Ich bin Spanierin, ich habe aber seit 20 Jahren in Griechenland gelebt. Und jetzt bin ich gerade jüngst zurück in Spanien, aber ich habe auch in Griechenland Familie. Also Griechenland, dazu muss ich sagen, ich wollte erst einmal mit meiner eigenen Erfahrung beginnen. 20 Jahre zurück, da war Griechenland ein Paradies für erneuerbare Energien. 1970, 1980, der Energiemarkt war dort liberalisiert. Jeder konnte Strom erzeugen, und war mit sauberer Energie, und das ging halt am besten mit erneuerbaren Energien. Es gab sehr viele Unternehmen, die haben sich damals für diesen Markt interessiert. Und die letzten 20 Jahre über habe ich in großen Unternehmen gearbeitet, die mit der Stromerzeugung befasst waren. Und Erdgaserzeugung,
Kohle, also alles aus diesem erneuerbaren Bereich. 20 Jahre Erfahrung folglich, auf die kann ich zurückblicken. Und dann zusammen mit jungen Leuten. Junge Leute interessieren sich nämlich für diese Themen. Wir haben eine Kooperative, eine Energiekooperative gegründet. Warum haben wir das getan? Es gibt Beispiele in Spanien. Wir wollten das auch in Griechenland aufbauen. Also in Griechenland ist die erste Energiekooperative entstanden. Das ist unsere Electro-Energy. Dann gibt es noch zwei weitere auf den Inseln und im Norden von Griechenland. Und ansonsten sind wir in Athen, in der Hauptstadt von Griechenland. Unser Ziel ist Folgendes. Wir wollten alle jungen Leute zusammenbringen. Alle Ingenieure, nicht nur Ingenieure, auch Kommunikationsleute, Sozialwissenschaftler, also dass alle eben über dieses Thema Energiewende gemeinsam sprechen. Energiewende ist sehr wichtig für uns. Deshalb haben wir diese Kooperative begründet, diese Genossenschaft. Und sie ist 1,5 Jahre alt, also ist noch etwas ganz Neues. Es gibt Erfahrungen in Spanien. Die können schon auf zahlreiche Jahre zurückblicken. Und in Deutschland haben sie ja auch diese Genossenschaften. Wir gehören zu diesem Bündnis RESCOOP, ein europäisches Bündnis von Energiegenossenschaften. Und das, was uns interessiert, ist Folgendes: Gelegenheiten zu schaffen für die Energiewende, von der Kohle aus, weg von Nuklearenergie. Griechenland haben wir das Gott sei Dank nicht. Wir wollen darüber auch nicht weiter sprechen. Und wir wollen die Wende hinbekommen zu erneuerbaren Energien. In einem Land wie Griechenland, wo es so viel Sonne gibt, ich bin mir sicher, die meisten von Ihnen waren schon einmal in Griechenland, um da die Ferien zu verbringen. Da gibt es Sonnenschein, da gibt es Wind, nicht nur allein das, da gibt es auch Biomasse. Auch solche Energiequellen gibt es im landwirtschaftlichen Sektor. Also sehr viele Quellen für erneuerbare Energien. Vor 20 Jahren, da war es tatsächlich ein Paradies. Und dann kam die Krise. 2009, 2010, 2011 und so weiter. Das war unglaublich. Diese Energiewende, die wurde gar nicht durchdacht. Sie wurde nicht nachhaltig gestaltet. Das ist letztlich ja der Schlüsselbegriff, der eine Rolle spielt. Es muss nachhaltig gestaltet werden, damit es effizient sein kann, damit es wirksam sein kann, damit jeder selbst Energie erzeugen kann. Ich habe eine Frage an Sie. Wie viele hier erzeugen selbst Energie? Wärme, Strom. Bitte heben Sie doch mal die Hand hoch. Einer nur, zwei nur. Wer produziert schon selbst Energie? Für den Eigenverbrauch. Für den Eigenverbrauch. Wer stellt das selbst her? Machen Sie das? Also, ich habe diese Frage bewusst gestellt. Deutschland, die sind ja eigentlich ganz weit voran mit den erneuerbaren Energien. Also hätte ich damit gerechnet, dass hier sehr viele Hände in die Höhe gehen. Das ist nicht der Fall. Gibt es hier vielleicht junge Leute, die solche Pläne haben? Naja, in den vergangenen Jahren in Griechenland, ich werde das erzählen in Bezug auf die Politik, auf politischen Entscheidungen, die getroffen worden sind in Griechenland. 2016, es gab zwei Gesetze. Das erste Gesetz, das ging dort um den Eigenverbrauch, kann man erstellen, man kann herstellen und selbst verbrauchen, was man hergestellt hat, aber virtuell. Das heißt, man kann das irgendwo produzieren und es sonst wo verbrauchen. Das ist sehr wichtig, dieser Unterschied, wenn man Strom erzeugt. Allgemein von Solarpanelen zum Beispiel. Man kann nicht Solarpaneele am eigenen Haus anbringen. Doch, wenn man ein Dach hat, kann man das machen. Dann ist das möglich, dann nur los. Aber es gibt ein Problem, und zwar in Bezug auf die Raumfrage. Man kann irgendwo auf Schuldächern zum Beispiel
Strom erzeugen oder an Orten, wo dafür genug Raum ist für diese Stromerzeugung. Da kann man das dann mit Solarenergie machen und man kann es auch verbrauchen. In eben derselben Stadt, in derselben Region darf man es dann verbrauchen. Das ist also eines der Gesetze. 2016 wurde das erlassen. Dadurch hatten die Gemeinden die Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen. Und 2018, da gibt es jetzt dieses Gesetz, Ende Januar wurde dafür abgestimmt für Energiegemeinden. Ein sehr gutes Werkzeug ist das, um Strom zu erzeugen mit erneuerbaren Energien. Und diese Energiegemeinden, also was dieses Gesetz betrifft, das ermöglicht Folgendes. Jeder hat dadurch die Möglichkeit, eine solche Energiegemeinde zu begründen. Das können verschiedene Bürger können das tun. Eine Stadtgemeinde kann das tun und auch KMUs können das tun. Sie können sich alle sammeln, können produzieren, aber es muss halt lokal geschehen. Sie müssen alle in derselben Region sein. Es müssen mindestens 5 Mitglieder sein bei einer solchen Energiegemeinde. Und es können gesetzliche Körperschaften sind sie dann, so werden sie genannt. Und sie finden sich dann also zusammen, begründen diese Energiegemeinde. Und dann haben sie folgende Möglichkeiten. Das Gesetz sagt dann ganz viel darüber aus, was für Tätigkeiten sie ausführen dürfen. Die wichtigste Energie ist dann halt die wichtigste Regel ist dann eben, dass man saubere Energie aus erneuerbarer Energie erzeugen darf. Und man kann auch Beratungsdienstleistungen ausführen. Solarenergie kann man erzeugen. Man kann auch einen eigenen Windpark begründen, der dann der Gemeinde gehört. Also ich denke, dass sehr viele hier im Saal sich auch dafür entscheiden würden, da mitzumachen. Das ist wieder eine Frage. Glauben Sie, dass Sie Mitglieder einer solchen Energiegemeinde sein können und dass Sie dann eben selbst Energie erzeugen, statt abhängig zu sein von großen Unternehmen? Ich denke, die meisten gehen da mit bei einer solchen Idee. Also es gibt ein Gesetz. Es gibt dazu ein Gesetz in Griechenland. Und es gibt sehr viele Regionen, die interessieren sich dafür, für diese Energiegemeinden. Und das fängt jetzt alles an. Die werden jetzt begründet. Ich hoffe, in den folgenden Jahren, also ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren wieder hier bin und darüber berichten kann, dass es alles ein Erfolg war. Das würde gut sein. Also es gibt dieses Gesetz, damit diese Energiegemeinden möglich sind in Griechenland. Und was denken denn die größeren Einheiten darüber? Es ist etwas ganz Zeitgenössisches. Wir haben das auch in Deutschland. Wir haben immer mehr dezentralisierte Stromlieferanten, die gegen die Großen ankämpfen. Diese strukturelle Veränderung, wie sieht das aus in Griechenland? Wir sind noch ganz am Anfang. Die großen Unternehmen merken noch nicht so recht, dass da eine Konkurrenz im Begriff ist zu erwachen. Aber gut, es geht nicht um Konkurrenz. Es geht einfach nur um eine andere Denkensart, um eine andere Verhaltensweise. Wir sind Personen, wir wollen selbst unseren eigenen Strom erzeugen. Und deshalb gibt es diese Energiegemeinden. Ich denke, die Gemeinden, gut, es ist letztlich eine politische Entscheidung. Es ist sehr interessant, dieser Punkt, dass die Gemeinden das also vorantreiben und dass die großen Unternehmen erstmal sich anschauen, was da passieren wird. Also hoffen wir mal, dass die weiterhin nur zuwarten. Wir müssen sehr vorsichtig sein bei der Umsetzung dieses Gesetzes. Wir müssen darauf achten, dass es keine Pseudo-Energie-Gemeinden sind, die dann, hinter denen dann letztlich große Unternehmen stehen. Denn es geht um KMUs. Um Bürger und um kleine Gemeinden, die das machen sollen. Also jeder hier. Konstanzia, du wolltest auch eine Analyse starten über das, was in Polen passiert. Wolltest uns etwas erklären über den Arbeitssektor, die Rolle, die die einnehmen innerhalb dieses ganzen
Verwandlungsprozesses. For the invitation, I think I will try to tell you more about energy poverty because this is the main. Guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Ich möchte etwas sagen zum Thema Energiepolitik. Das ist der Bereich, in dem ich vor allen Dingen auch sehr aktiv bin. Aber ich möchte auch über den Bereich Arbeitsmarkt sprechen, natürlich. Was möchte ich hier rüberbringen? Zum einen möchte ich etwas sagen zum Thema Energiearmut in Polen. Ich möchte aber vor allen Dingen etwas darüber sagen, wie es möglich wurde, dass binnen eines Jahres dieses Thema zu einem Top-Thema in Polen wurde. Es war in der Vergangenheit ein eher marginales Thema und jetzt gilt dieses Thema auch in der Öffentlichkeit und auch in der Verwaltung natürlich als ein ganz, ganz relevantes. Wie stellt sich das dar? Energiearmut hat natürlich zu tun mit der Möglichkeit, den eigenen Energiebedarf zu decken, das heißt zu heizen, warmes Wasser zu haben und so weiter und so fort. Wenn dieser Bedarf nicht gedeckt werden kann, dann weil die Einkommen zu niedrig sind oder weil man insgesamt nicht genug Geld hat. In meinem Institut versuchen wir zu messen, wie sich die Armut in Polen manifestiert und wir haben den Low-Income-High-Cost-Indikator und sagen, ein Haushalt ist energiearm, wenn vier Faktoren gegeben sind. Erstens, wenn die Energieausgaben relativ hoch sind. Zweitens, wenn es relativ wenig Einkommen oder Geld gibt. Wobei wir nicht so stark die Frage betrachten, wie viel Geld wird real ausgegeben, sondern wie viel Geld müsste ausgegeben werden, um tatsächlich den Energiebedarf des Haushalts zu decken, also um zu heizen. 2016 waren es ungefähr 12% der polnischen Bevölkerung, die wir als energiearm bezeichneten. Das sind 4,6 Millionen Menschen, also eine ganze Menge. Und wenn wir schauen, welche Gruppen vor allen Dingen betroffen sind, stellen wir fest, dass insbesondere eine Gruppe herausragt. Das ist auch die größte Gruppe und eine durchaus wichtige in der aktuellen Diskussion in Polen. Nämlich die Menschen, die in Einfamilienhäusern wohnen. Und das ist in Polen nicht eine Villa in einem reichen Stadtbezirk, sondern eher das Gegenteil, also irgendwo auf dem Lande oder in Kleinstädten. Und das sind die Orte, an denen wir vor allen Dingen Energiearmut konstatieren. Und gleichzeitig sind das die Regionen, wo die Einkommen durchschnittlich niedriger sind als anderswo in Polen. Die meisten der Betroffenen leben in alten Häusern, abgeschieden. Und die Mehrheit von ihnen, und das ist wichtig, verfügen vor allen Dingen über Kohlefeuerung. Das heißt, sie erzeugen Warmwasser und Heizenergie mit Kohle. Das ist wichtig, denn vor ungefähr einem Jahr, im vergangenen Winter, verlagerte sich die Diskussion über den Energiebedarf in Polen drastisch. Und das hatte zu tun mit der Luftverschmutzung. Plötzlich wurde die Luftverschmutzung ein Riesenthema in Polen. Smog war plötzlich ein Thema auf der Tagesordnung. In der Vergangenheit kümmerte das keinen. Aber jetzt, also seit einem Jahr oder ein bisschen mehr, ist das ein Riesenthema. Die Medien berichten darüber und überall wird vom Smog geredet. Die Leute in Bussen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und so fort. Das ist eine längere Geschichte, warum das jetzt so ist, dass das Thema plötzlich Schlagzeilen macht und auf der Agenda steht. Vielleicht wichtig in dem Zusammenhang ist, dass wir auf der einen Seite mehr Aktivistinnen und Aktivisten in den Städten haben, die Einfluss nehmen auf die Diskussionen und der Öffentlichkeit bestimmte Probleme bewusst machen, also das Bewusstsein der Bevölkerung schärfen. Und zum Zweiten ist es
eine Diskussion über die öffentliche Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder. Es ist also weniger die Diskussion über den Klimawandel als die Frage, wie geht es den Menschen im Land. Das wird dann in Verbindung gesetzt mit der Luftqualität in Polen. Was hat das nun zu tun mit der Energiearmut? Die toxischen Emissionen kommen vor allen Dingen aus diesen alten kohlebefeuerten Boilern und Kesseln, Heizkesseln in diesen Einfamilienhäusern. Die Regierung muss intervenieren, denn die Erwartungen sind recht hoch. Auf der einen Seite haben wir eine gewisse Regionalpolitik, die hier greift. Die Leute werden also gezwungen, ihre alten Kessel durch neue zu ersetzen. Es sind nach wie vor kohlebefeuerte Heizkessel, aber es sind eben neue, damit eben die Emissionen sinken. Oder sie werden aufgefordert, sich den Fernheizsystemen anzuschließen. Und auf der anderen Seite gibt es Regierungsprogramme, Programme für eine Förderung der sauberen Luft, wie es genannt wird. Und hier kommt natürlich die Energiearmut wieder aufs Tapet, denn die Regierung realisiert, dass die Luftqualität in Polen nur dann verbessert werden kann, wenn die Energiearmut überwunden wird und wenn eben die Leute, die energiearm sind, eine bessere Ausgangsposition haben. Es sind ja sie, die diese alten Kessel haben, deren Häuser und Wohnungen nicht adäquat wärmeisoliert sind und die nicht das Geld haben, daran irgendwas zu ändern. Aktuell ist also das Programm Saubere Luft in Polen eines, was sich konzentriert auf das Nachrüsten von Einfamilienhäusern, die Haushalten gehören, die als energiearm identifiziert wurden. Das ist also das Ziel des Programms. Wir werden dieses Jahr ein paar Projekte, ein paar Pilotprojekte haben. What comes out from these first retrofitting actions? Für diese Maßnahmen der Nachrüstung. Und im Prinzip würde ich sogar sagen, dass das, was wir bisher beobachten können, durchaus eine Erfolgsgeschichte ist, denn endlich passiert was, endlich wird was gemacht. Das ist natürlich nicht einfach, denn wenn dieses Programm tatsächlich für alle aufgelegt wird, dann wird es viel, viel Geld kosten. Denn letztendlich geht es ja darum, die Haushalte, die als energiearm identifiziert werden, auch tatsächlich in die Lage zu versetzen, zu investieren. Und zwar sollen 100% der Kosten der Nachrüstung übernommen werden. Also eine Wärmesanierung oder energetische Sanierung muss dann komplett gefördert werden. Unsere Analysen, die mein Institut realisiert, zeigen aber, dass wenn wir diese Sanierungsmaßnahmen in Polen durchführen, sehr viel neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und wichtiger noch, dass vor allen Dingen in den unterentwickelten Regionen diese Arbeitsplätze entstehen. Im Moment haben wir kein Arbeitslosigkeitsproblem in Polen, aber es gibt nach wie vor einige Regionen im Land, in denen es eine hohe Arbeitslosenrate gibt. Und wie gesagt, Sanierungsmaßnahmen, energetische Sanierung von Gebäuden schafft Arbeit. Ja, vielen Dank, Constanza. Ich finde es spannend, dass Sie sagen, dass die Energiearmut ein Problem ist im Zusammenhang mit dem Smog. In Wirklichkeit ist es aber Kohle, was ursächlich ist. Deswegen meine Frage, wenn wir in Europa, wenn wir in Deutschland von Polen und von Energieproblemen hören, dann denken wir Kohle. Kohle scheint ein enorm integraler Bestandteil der polnischen Kultur und Identität zu sein. Wenn Sie sich also jetzt wegbewegen von der Kohle, diese Frage ist natürlich ein bisschen philosophisch, aber wenn Sie jetzt sagen, Sie bewegen sich weg von der Kohle, wie wirkt das dann auf die polnische Identität? Das ist übrigens auch eine Frage an Dagmar, die in der Lausitz arbeitet. Denn im Grunde identifizieren sich die Leute ja mit der Kohle, auch in der Lausitz, mit den Braunkohletagebauen. Es geht also nicht nur um eine ökonomische Frage, es geht nicht nur um eine
Energiequelle. Es geht um etwas Identitäres, wenn man so will. Ich fände es spannend, Antworten von Ihnen zu hören, Constantia und Dagmar. Ich möchte das jetzt nicht hier aufblasen. Man hat allgemein die Vorstellung, dass Kohle wichtig ist für die polnische Identität. Ich glaube, man darf da aber nicht übertreiben. Und ich glaube, dass sich da auch schon eine ganze Menge verändert hat. Denn 400.000 Leute arbeiteten in den Bergwerken 1990 und jetzt sind es gerade mal noch 100.000. Das heißt, es hat sich enorm was verändert seit den 1990er Jahren. Und natürlich wurden damals auch viele Fehler gemacht. Man hat in Polen damals im Kohlesektor eine ganze Menge Arbeitsplätze abgebaut und für viele Städte, wo die Bergwerke waren, in Oberschlesien zum Beispiel, führte diese Politik zu massiven Folgen und wirkte sich verheerend aus. Denn die Region insgesamt, Oberschlesien meine ich, ist eigentlich eine recht weit entwickelte. Das ist die Region, in der 95% der Steinkohle gefördert wird. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer sehr entwickelten Region zu tun. Auf der anderen Seite bedeutete die Schließung der Minen drastische Konsequenzen für die Region und es gab keine Alternativen. Es gibt nur wenige einzelne Taschen, wenn man so will, in dieser Region, in der es noch gut läuft. 80.000 Menschen arbeiten nach wie vor im Bergwerkssektor. Und es gibt aktuell auch keinen politischen Willen, nicht den politischen Willen, da irgendwas zu ändern. Wenn es die Bereitschaft gäbe, könnte man da durchaus sehr viel reißen. Und könnte da sicherlich auch die größten Hindernisse überwinden. Die Generation, für die die Kohle ein Teil der Identität war, ist also bereits im Rentenalter oder lebt schon gar nicht mehr. Und da hat sich wirklich vieles geändert. Jetzt hat man nicht mehr diese positive Vision, die nur auf Kohle gründet. Es ist eher der Energiemix, den man in Polen sieht und es gibt ganz klare Ziele, die definiert worden sind, die wir versuchen wollen zu erreichen. In Deutschland ist es ja ganz klar definiert, es gibt die Energiewende und all das. In Polen gibt es das noch nicht, aber das ist ein politisches Problem und keins, was mit der schlesischen Identität zu tun hat. Dagmar? Nun, die Identität. Ich denke auch, es hängt alles vom politischen Willen ab. Will man was ändern oder nicht? Wir schicken eigentlich immer noch doppelte oder widersprüchliche Signale aus. Die Leute haben nach wie vor das Gefühl, dass es eher so eine Lifestyle-Frage ist. Glaubst du an CO2-Emissionen oder glaubst du nicht dran? Glaubst du an die Energiewende oder nicht? Stimmt es, was die Regierung sagt, was die Kohle und den Kohlebergbau für die nächsten 20 Jahre angeht? Ich meine, habe ich die Wahl? Offenbar kann ich selber aussuchen, was ich glauben will. Und da muss ich mich natürlich auch nach meiner Identität fragen. Will ich meine Identität ändern? Will ich mich wirklich auseinandersetzen mit der Frage, wo kommt meine Energie her? Ich glaube, es ist einfach so, dass die politische Führung so lange diese doppelten Signale ausgesendet hat, dass die Bevölkerung fest davon überzeugt ist, sie könne glauben, was sie wolle. Und da sind wir natürlich zurückgeworfen auf das, was wir wissen und was wir bisher gemacht haben. Und ich glaube, um wirklich Veränderungen zu erzielen, braucht es eine positive Perspektive. Die Leute sind durchaus bereit, sich zu verändern. Sie sind auch durchaus bereit, neue Wege zu gehen. Aber sie müssen daran glauben können, dass das sich
positiv auswirkt. Im Moment ist es eher so, als stünde quasi die Schlucht vor uns. Also wir laufen nach vorne und dann passiert irgendwas und dann stehen wir plötzlich am Abgrund. Und es geht nicht weiter oder nur unter Lebensgefahr. Und so sieht es auch ein bisschen aus mit der Wahrnehmung der Energiewende. Die Leute in der Region fühlen sich nicht wirklich an die Energiewende gebunden. Sie glauben nach wie vor an die Braunkohle, weil die Regierung ihnen durchaus signalisiert hat, geht auch. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft der Herausforderung stellen. Wir müssen wirklich als Gesellschaft überlegen, wie kann es denn vorwärts gehen? Und ich meine, wir Deutsche, wir lieben das Arbeiten. Ich meine, frag einen Deutschen, wie geht's dir? Und er sagt dir erstmal, welchen Job er hat. Und das ist die Identität, oder? Wenn man das ändern will, dann muss man sich vielleicht auch selbst mal fragen, wie man sich als Mensch wahrnimmt. Also als Mensch, als menschliches Lebewesen und nicht als Arbeitswesen. Wir scheinen offenbar nicht in der Lage zu sein, etwas anderes als die Arbeit zu sehen. Miriam, Sie wollten etwas ergänzen? Ja, zum Kohle oder vor allen Dingen zum Braunkohlethema. In den Regionen, in denen wir Wärmekraftwerke haben, muss den Menschen eine Alternative geboten werden. Und natürlich wäre die Alternative eine saubere Umwelt. Was Griechenland angeht, aktuell haben wir in Griechenland eine Regierung, die daran arbeitet. Und sie wollen den Energiemix verändern. Und sie wollen weniger in Kohle investieren. Wobei es in vieler Hinsicht natürlich auch immer Fensterreden sind, die wir hören. Es heißt, 40% soll Kohle zurückgefahren werden und dann stellt man nach einer Weile fest, ganz so viel wird es nicht sein. Also es werden Erklärungen abgegeben, es werden auch Gesetze verabschiedet, aber die Frage ist natürlich immer, werden sie auch umgesetzt, werden sie angewandt? Auch hier verweise ich auf den politischen Willen, der ja bereits genannt wurde. Man kann natürlich Willenserklärungen abgeben, aber es ist wichtig, dass das, was dann erklärt wird, als Wille auch wahr wird. Heute geht die griechische Regierung hin und sagt, ein anderer Energiemix, morgen investieren sie dann doch wieder in Kohle. Ja, die Alternativen sind natürlich ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht stelle ich jetzt mal meine letzte Frage, damit dann auch das Publikum noch einmal die Möglichkeit bekommt, Fragen zu stellen. Pina, Sie kämpfen gegen AKWs. Es gibt aktuell 2 Kernkraftwerke geplant, die bis zum Jahr 2030 gebaut werden sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt entsprechende Vereinbarungen. Wie sieht das aus an der Basis? Wie versucht man in den Basisbewegungen damit umzugehen? Welche Alternativen sind denn denkbar? Alternativen, die sich gesellschaftspolitisch realisieren lassen? Verweis auf Arbeitsplätze zum Beispiel, Gesundheit, Sicherheit, all das sind ja Fragen, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Arbeiten Sie mit diesen Argumenten, setzen Sie sie ein in Ihrem alltäglichen Kampf? Denn oft denken wir an die Energiewende und die Energiepolitik viel zu technisch. Und es ist doch auch eigentlich immer Sozialpolitik. Und möglicherweise können wir sozialpolitisch viel mehr erreichen. Da kriegt man noch viel mehr Verbündete mit an Bord. Gewiss, es ist auf jeden Fall Sozialpolitik und natürlich ist es auch etwas, was mit der Demokratie zu tun hat. Wir haben ein Demokratieproblem bei uns. Wenn Gesetze geändert werden und Zielvorgaben für die Zukunft gemacht werden
und das dann vom Gericht abgesegnet wird, wie das eben im Fall der Atomkraft ist, dann kann man quasi nichts mehr machen. Natürlich kann man an der Basis wirbeln, aber man steht vor riesigen, riesigen Barrieren. Es gibt ja auch immer wieder Lügen und Mythen, die die Regierung nutzt, wie zum Beispiel Atomenergie ist sauber, ist billig, schafft Arbeitsplätze, ist eine Riesenchance. Das ist das, was die Regierung erzählt, aber das ist ein Mythos, das sind Lügen. Und wir versuchen dagegen, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen, Realitäten zu beschreiben, so wie sie sind. Wir arbeiten mit Zahlen. Man kann zum Beispiel hingehen und sagen, es gibt auch Arbeitsplätze in der Sonnenenergieindustrie. Und zwar 7-mal so viele Leute können in der Solarindustrie Arbeit finden wie in der Kernindustrie. Also Solarenergie bietet Riesenchancen. Auch Hydro und Wind bietet mehr Arbeitsplatzchancen als die AKWs. Und um einen Job in einem AKW zu bekommen, muss man enorm gebildet sein beziehungsweise sehr, sehr, sehr qualifiziert sein. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel der Öffentlichkeit kommunizieren. Das reicht allerdings nicht. Denn die Regierung macht einfach immer so weiter, wie sie bisher schon gearbeitet und argumentiert haben, was Kohle und Atomenergie angeht. Wir haben auch Genossenschaften gebildet im Bereich der Erneuerbaren. Es gibt Organisationen der Zivilgesellschaft, NGOs, die in diesem Bereich tätig sind. Wir versuchen wirklich alle Möglichkeiten zu nutzen. Und PR ist enorm wichtig. Also Öffentlichkeitsarbeit ist es, worum es geht. Zum Beispiel Solarpaneele auf den Dächern zur Energieerzeugung. Man muss einfach realisieren, welche Möglichkeiten es gibt. Und man muss dann versuchen, der Öffentlichkeit klarzumachen, welche Chancen hier gegeben sind. Wenn man zum Beispiel den Menschen in einer bestimmten Gemeinde aufzeigen kann, welche Chancen die Solarenergie ihnen bietet, dann ist man ein ganzes Stück weiter. Wir brauchen Plattformen. Wir müssen der Öffentlichkeit zeigen, was es gibt und was funktioniert. Und wenn die Regierung dann hingeht und sagt, ach, das ist alles sicher, dann können wir tatsächlich fundiert sagen, das ist nicht sicher. Es reicht aber nicht, einfach hinzugehen und zu sagen, das ist nicht sicher, sondern wir müssen Realitäten aufzeigen. Wir müssen den Menschen helfen, zu verstehen, worum es geht. Wir müssen Bilder zeigen, beispielsweise. Wir müssen Bilder von Atomkatastrophen zeigen, zum Beispiel. Wir müssen die Fakten offenlegen. Und so, denke ich, müssen wir kämpfen. Auf Türkisch sagt man, man kann die Sonne nicht mit Schlamm verdecken. Egal wie viel man darauf schmiert, sie scheint weiter. So ist es. Okay, dann werfen wir doch jetzt mal ein Licht hier aufs Publikum. Gibt es Fragen oder Kommentare, Bemerkungen aus dem Saal? In the back there. Please speak in the microphone, identify who. Bitte sprechen Sie ins Mikro, sagen Sie immer, wer Sie sind. Und am schönsten wäre es auch, wenn Sie gleich eine Frage stellen. Claire Lutti von der Viadrina-Universität, Europäischen Universität. Vielen Dank hier für die Diskussion auf dem Panel. Es war sehr interessant. Mich interessiert vor allem diese Frage der Energiegemeinden. Also deshalb stelle ich Miriam Rodriguez-Ruiz eine Frage. Sie haben gesagt, Sie hätten eine Genossenschaft in Athen vor 2 Jahren gegründet. Warum erst vor 2 Jahren? Warum nicht schon viel früher? Was gab es da für Hindernisse, um das nicht schon längst vorher gemacht zu haben? Ja, es gab ein Hindernis. Es war die Krise. Die Krise hat dazu geführt, dass alle Unternehmen, gerade die KMUs, also die Großen, haben Entwicklung eingestellt im Bereich der erneuerbaren Energien. Alle Projekte wurden gestoppt.
Und es gab keinen Energiemarkt mehr für erneuerbare Energien aufgrund der Krise. Wir mussten das also alles neu erfinden, schauen, wie wir weitermachen konnten. Und die großen Unternehmen waren nicht wirklich interessiert. Sie hatten auch sehr viele Hindernisse zu bekämpfen in Bezug auf ihre Projekte. Und deshalb letztlich erst vor 2 Jahren haben wir dann Leute zusammentrommeln können, also Unternehmer und so weiter, um das voranzubringen. Diese Energiegemeinde, das sind Genossenschaften. Also das ist von der Zivilgesellschaft. Da gibt es um ein klargestecktes Ziel, nämlich klare Energie zu haben und die Zivilgesellschaftsmitglieder zu aktiven Akteuren zu machen. Weitere Fragen hier, zweite Reihe. Da hat sich noch jemand zu Wort gemeldet. Do you speak English? Nicht so gut. Okay. Und ich bin Student aus Japan und meine Frage ist über die Endlagerung. Also traurigerweise, ich glaube, bleibt also Atommüll, also ganz lang. Und wo es ist also nach dem Energiewende, es bleibt auch so. Deswegen ich möchte für Europäer oder ja, fragen, was denken Sie über die Entlagerung in Europa oder also Atommüll, ne? Wen fragen Sie? Fragen Sie jemanden spezifisch? Vielleicht also Dagmar Schmidt. Okay, Dagmar Schmidt. For those of you who she understood your question very well. Just for the others, it was a question about nuclear waste and whether there is a solution. Also es war eine Frage über Nuklearabfälle, was das Panel darüber im Allgemeinen hin denkt. Und es war eine Frage, die wurde hier an Dagmar gestellt. Eine interessante Frage für mich, in der Tat. Was denke ich darüber? Tja, wir haben das Problem erschaffen. Jetzt müssen wir damit zurechtkommen. Das wird nicht von selbst verschwinden, nicht, was ich darüber denke. Naja, ich denke, man muss Lösungen finden, über Lösungen nachdenken. Ich weiß nicht, wie die Lösung lautet auf dieses Problem. Gut, diese ganzen Probleme, die noch dann darüber hinausgehen. Also ich bin froh schon mal, dass wir da schon mal das eine haben regeln können. Gut, das mit der Kohle. Das ist noch zu lösen, aber dass wir uns aus der Atomenergie verabschiedet haben, das ist eine gute Sache. Es ist sehr schnell gegangen. Es war eine große Herausforderung und ich denke, wir sind in der Lage, Lösung zu finden für das Problem der Atomabfälle. Gut, das eine haben wir hinbekommen. Wir sind aus der Atomenergie raus. Ich denke, klar, die Frage der Rückstände, das wird sich nicht von alleine lösen. Da gibt es noch eine weitere Frage von dem Herrn mit dem schwarzen Hemd. Kaminski von der Humboldt-Universität Berlin. Ich habe 2 Fragen für Frau Demirkan. Also Kohleeinfuhr. Ich hätte gern, es ist wichtig, da genau den Kontext zu nennen. Und ich hätte gerne noch gewusst, wie Türkei integriert ist in den zentralen kaukasischen Energiemarkt und ob es weitere Projekte gibt derzeit, die vorbereitet werden. Also vielleicht könnten Sie sicherlich da mir nicht alles erklären, aber mir ein paar Angaben machen zu meinen Fragen. Ich kann 74% der türkischen Energie wird importiert aus anderen Ländern. Kohle, Erdgas, Erdöl. Kohle wird importiert aus verschiedenen Ländern und zwar eine Vielzahl von Ländern. Und Erdgas, das kommt von Russland, Erdöl vom Irak. Also es ist ein Gemisch. Und Kohle wird bei uns verwendet, importierte Kohle in unseren Kohleunternehmen. Und
Es gibt 4, 6 Kohleunternehmen. Ursprünglich war das alles Ackerland. Es soll nun verändert werden. Man möchte hier eine Änderung erzielen. Also dort gibt es Ackerbau, Tierzucht. All dies wird ausgeschlossen. Man versucht, das leider zu schwächen. Bedauerlicherweise ist das festzustellen. Man gibt hier der Kohle den Vorzug. Ich habe 2 Fragen. Einmal eine Frage über die türkische Regierung. Was meinen Sie, wollen Sie eine Nuklearwaffe haben und dann Energiewandel? Brauchen wir einen Preis für CO2-Verschmutzung? Wenn wir da das mit den Strafzöllen machen würden, das würde auf dem Markt sich bemerkbar machen. Es gab 98 die Unterzeichnung, theoretisch die Unterzeichnung seitens der Türkei gegen den Einsatz von Nuklearwaffen. Es ist ein Thema, es hat zu tun mit der Demokratie. In der nächsten Zeit werden wir Präsidentschaftswahlen haben. Und es gibt dort Nationalisten, die sind sehr stark betroffen von diesen Themen. Und ich denke, dass man mit diesem Thema bestimmte Personen einfangen kann. Und dann Sinop. Denken Sie an Sinop, wenn es ansonsten gibt um die Atomkraftwerke. Und es wird dort auch Einsatz von Plutonium geben. Das ist auch mit genannt. Aber ich glaube nicht, dass Türkei sie werden keine Atomwaffen erzeugen. Türkei hat das Abkommen unterzeichnet, an und für sich, gegen Atomwaffen. Dagmar, CO2, diese Frage CO2-Abgaben, kannst du dazu antworten? Glaubst du, dass es ein guter Mechanismus ist? Kannst du bitte auch ins Mikro sprechen? Sehr theoretisch, ja, könnte das ein gutes Instrument sein. Es hängt von dem Preis ab, der zu zahlen ist, so wie ich das schon gesagt habe. Ich denke, es ist eine wirtschaftliche Frage, die hier aufgeworfen wird. Und der Preis für CO2-Emissionen ist nach wie vor zu niedrig. Braunkohle und alles andere ist nach wie vor eine Option, die wirtschaftlich interessanter ist. Und wenn wir das nicht ändern, ist es letztlich eine Umweltentscheidung, da den Ausstieg zu machen. Und Umweltentscheidungen auszutragen, das ist immer recht schwierig. Ich denke, wir waren soweit erfolgreich, wenn man sich die umwelttechnische Entwicklung anschaut, die wir gehabt haben in den vergangenen 30 Jahren. Ich denke, eine weite Wegstrecke liegt schon zurück. Aber wir müssen das eng in Verbindung setzen mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Ansonsten geht das Ganze in die falsche Richtung. Es ist allein ein Umweltthema. Wir sind immer schwächer, wenn wir das dann in Verbindung setzen mit der wirtschaftlichen Frage, zu überlegen, ob das tragfähiger ist, wenn wir fossile Energien verwenden. Wenn wir 2 Preisarten hätten, also wenn was extrahiert werden, Verschmutzung der Atmosphäre, und wir könnten dann auch Strafzölle erheben, jeweils für den Arbeitsmarkt. Nächste Frage, die Dame. Das hat nicht direkt mit der vorangegangenen Frage zu tun, was ich hier fragen wollte. Ich hätte etwas ganz anderes. Und zwar wollte ich Dagmar fragen. Es ging hier um diese ganze positive Perspektive. Diejenigen, die nach wie vor im Braunkohlesektor arbeiten, ist ein wichtiger Punkt. Ich habe überlegt, was machen Sie beispielsweise bei dieser Organisation Lausitzer Perspektive, um aufzuzeigen, was könnten gute Alternativen sein? Was versuchen Sie da anzuregen?
positiver Ausblick, wenn ich so etwas hier abgeben sollte? Ich würde sagen, eher eine Vision, wie wir uns selbst auf eine gute Art und Weise verändern können. Wir haben wirklich versucht, diesen Leitbildprozess voranzutreiben. Da ging es darum, dass wir einen regionalen Strategieprozess haben mit der Beteiligung der Bevölkerung, wo wir gemeinschaftlich Visionen entwickeln wollten, wie wir in der Zukunft leben wollen. Es ging um das gute Leben in der Lausitz. Denn wir glauben, ohne einen solchen Grundgedanken würden alle Aktivitäten zum Wandel, alle Tätigkeiten, die durchgeführt werden, die führen dann zu nichts. Es geht um Wandel, Veränderung der Frage, wie wir zusammenleben, Mobilitätsfrage, die geändert werden muss, Wirtschaftsfrage, wo Veränderungen erforderlich sind. Ich denke, wir können argumentieren, besser neue Perspektiven entwickeln, wenn wir erst einmal uns alle miteinander einig sind, was das denn eigentlich ist, ein gutes Leben. Und daraus entsteht eine positive Haltung zum Wandel. Dann sagt man, ja, ich lasse mich darauf ein. Zukunftswerkstatt Lausitz hat ebenfalls begonnen, finanziell unterstützt durch die Regierung. Sie haben zur Aufgabe, diesen Leitbildprozess durchzuführen. Und bei Lausitzer Perspektiven, da wir von der Zivilgesellschaft sind, bemühen wir uns darum, die Zivilgesellschaft einzubinden. Die Tendenzen sind klar. Alle Akteure, die involviert sind in dem Prozess, die stammen aus den Gewerkschaften, die stammen aus Unternehmen, das sind staatliche Akteure und so weiter. Und wir hoffen und wir setzen uns dafür ein, dass im Leitbildprozess sich möglichst viele Bürger einbringen. Hier ist noch in der zweiten Reihe eine weitere Frage. Alex Weizerschwein von ECGs, Climate Change, Klimawandel, Think Tank hier in Berlin. Eine Frage habe ich hier für alle Panelisten. Das nächste EU-Budget wird ausgehandelt. Und ich würde Sie fragen, was meinen Sie, was könnte in der Zukunft die Rolle sein der EU? Was sollen Sie tun mit den verschiedenen Fonds und was sollen Sie an Ihrer Herangehensweise verändern? Wir fangen mit Polen an in Bezug auf diese Frage. Gut. In Bezug auf dieses Thema in Polen, Oberschlesien, das habe ich schon erwähnt, diese ganze Bergbauregion, die wartet darauf, dass dieser Fonds genutzt werden kann, damit Regionen, die einen Wandel durchleben, davon profitieren können. Und in der Tat wäre das für Polen eine gute Sache. Polen ist zwar einerseits gut entwickelt, aber dann gibt es dort bestimmte Städte, die hinken wirklich hinterher und brauchen Unterstützung. Und das wäre ein Beweis für die Solidarität der EU, wenn man diese Fonds nutzen kann, wenn man dort den langsamen Ausstieg aus der Kohle bespricht in Polen, diese Art von Politiken, die wären für uns eine große Hilfe. Also gerechter Wandel, das ist schon genug. Diese Fonds für den gerechten Wandel, das reicht. Ansonsten müsste das ganze EU-Budget nicht neu überdacht werden oder spezifische Dinge. Ein Schritt voran in die richtige Richtung. Das ist das schon einmal, dass man diese Fonds hat. Wir sind glücklich darüber, dass wir in Polen Hauptnutznießer sind dieses Fonds. Und nach 2020 wird sich das verändern, beispielsweise Investitionen in Energiearmut. Da ist jetzt Geld vorhanden. Es gibt nun Hilfen, die bereitgestellt sind. Und diese Umweltpolitik sollte weiter fortgesetzt werden. Die Verhandlungen, die nun stattfinden, sind wichtig in Bezug auf dieses Thema, damit man die Energieeffizienz in Polen verbessern kann. Es wird so viel Kohle in Polen verbraucht. Und das, wenn das man das ändern könnte, wäre das ein guter Schritt voran. Miriam.
Es gibt sehr viele Richtlinien und wir sprechen darüber mit der EU-Kommission. Und beim Energieausschuss, auch im Rahmen unserer Genossenschaften, sprechen wir darüber. Und in Griechenland sagen wir das immer wieder, es sind Menschen, die profitieren davon, wenn die Richtlinien so gestaltet werden, dass Geld bereitgestellt wird. Wenn man das haben kann, dann ist es auf jeden Fall nützlich für uns. Ich bin nicht dagegen. Und ich denke, das ist die richtige Idee. Ich mag das, dieser gerechte Klimawandel, das schafft einen Mehrwert innerhalb der Debatte. Ich denke, es muss ein weltweiter Fonds sein, EU allein. Meiner Auffassung nach reicht nicht. Es muss mit dem weltweiten Wandel verknüpft werden. Ich denke, es sollte auch zu den SDG-Zielen verbunden werden, also regionaler Wandel. Wie kann man das in Verbindung setzen mit einem Rahmenwerk? Diese Debatte allein reicht noch nicht aus derzeit. Wir müssen noch weitergehen, die weltweite Ebene einknüpfen. Es birgt einen Mehrwert und auch auf der lokalen Ebene ist es hilfreich, wenn man Bezug nehmen kann auf die EU-Ebene, wenn man weiß, man hat Zugriff auf diesen EU-Fonds. Das wirkt auf Sie ermunternd. Das macht Ihnen Mut bei Ihrer Arbeit. Aber es sollte in der Tat eher ein weltweiter Fonds sein. Und man sollte darüber nachdenken, wie man einen solchen weltweiten Fonds hinbekommt. Und es sollte nicht nur allein um die EU-Ebene gehen. Ich denke, in Bezug auf all diese Gespräche über Geldflüsse, Geld, das bereitgestellt wird, man muss sich immer sehr viel anstrengen, wenn man sich bewirbt auf solche Hilfen. Da sind bürokratische Hürden und die Regionen müssen da sehr viel Zeit für aufwenden. Da müssen dann immer Vorschläge ausgearbeitet werden und es wird weniger darüber nachgedacht, was wirklich sinnvoll ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man über Strukturwandel spricht, soll man das stets im Kopf haben. Geld ist wichtig, aber Geld ist nicht alles. Man kann seine Zukunft nicht allein darauf aufbauen, dass man davon ausgeht, dass da Geld aus der EU fließt. Dortmund Topf, ich bin ein Verbraucher. Auch Journalist. Ich denke, wir haben nach wie vor ein Monopol der Energielieferer, der Energieerzeuger und auch in Bezug auf das Netzwerk. Wenn man darüber sprechen würde, wie man auch kleine Hersteller einbeziehen kann, Solarenergie, Windenergie, dass auch kleine Hersteller etwas einfüttern können in das öffentliche Netz und dafür dann eine Vergütung erhalten. Wie sieht es aus in Ihren jeweiligen Ländern? Wie sehen die Pläne dafür aus? Sie haben jetzt nicht gesagt, wen Sie die Frage stellen wollen. Ich denke und entscheide, das ist eine Frage für Miriam. Wie ist es jetzt auf Deutschland gemünzt oder auf Europa allgemein? In Griechenland kann man das machen. Es gibt Erzeuger. Der Markt ist liberalisiert inzwischen und es hat lange gedauert, bis der Markt liberalisiert war. 2001 kam das Gesetz dazu auf. Also vor 10 Jahren hat das alles begonnen. Es gab dann also die Erdgaserzeuger und so weiter und so fort. Es hat alles eine bestimmte Zeit gedauert, aber der Markt ist nun offen. Er steht allen offen. Man darf erzeugen, man darf auch vertreiben. In Griechenland nicht, in Spanien darf man das tun. Man kann das einspeisen in das staatliche Energienetz. Also ist auch dieser Punkt des Vertriebs ist liberalisiert. Und jetzt ist mir noch Folgendes in den Sinn gekommen. Wir sind Teil auch eines Windparkprojekts in Spanien. Es ist auch eine Genossenschaft, die dahinter steht. Wir wollen nämlich lernen, wie das genau vonstatten geht. Wir haben
deshalb uns da eingekauft, um dort mit Megawatt zu erzeugen. Und das ganze Windparkprojekt, das wurde in Tarragona durchgeführt. Und das ist sehr beliebt. Es gehört 450 Familien und Unternehmen. Das ist das Erste, das man hat in der Art in Deutschland, Europa. Ansonsten haben sie das sehr häufig. In Griechenland haben wir das noch nicht. Aber in Spanien, da war das das Erste, was durchgeführt worden ist. Und letztlich hat das zu einem Problem geführt. Nach vielen Jahren des Ausfüllens von Formularen etc., dann hatten sie das Problem, der Markt ist zwar eigentlich offen, aber dennoch gibt es ein Monopol. Und so haben sie das Problem damit, dass sie nicht wirklich Umsatz erzielen können. Und das ist das Problem nach wie vor. Also es gibt noch Hindernisse, dass das tatsächlich nutzt. Hier gibt es noch eine weitere Frage. Die Dame dort drüben, Ines Reinigen. Ich komme von der Humboldt-Universität. Ich habe eine Frage zu stellen bezüglich der Werkzeuge, über die wir gesprochen haben. Energiewandel, wie gestalten wir das nachhaltiger? Wie setzen wir das Ganze fort? Und wir haben über Gesetze gesprochen, Umsetzung von Gesetzen, Informationsverbreitung. Und ich habe eine Frage zum exakten Wording. Political Framing, ein Buch von Elisabeth Wheeling, wollte ich zitieren. Sie macht dort eine Analyse. Sie sagt, Worte haben eine Auswirkung auf unser Lernen, unser Verständnis. Das führt dazu, dass Rahmen entstehen in unserem Kopf. Das ist die Grundlage des Verstehens. Und sie hat dort eine Kritik geäußert. Das ganze Labeling, diese regenerativen Energien, also schmutzige Energien. Sie sagt, die Bezeichnungen, die da gewählt werden, sind nicht die richtigen. Schmutzige Energie, das heißt ja, Schmutz ist etwas, das kann man abwaschen, das bleibt nicht. Aber so ist es ja nicht. Das, was wir unserem Klima antun, das kann man nicht einfach abwaschen. Und regenerative Energien, erneuerbare Energien, das tradiert immer der Gedanke, da wurde erst etwas verbraucht. Aber Sonne, Wind und diese anderen Energien, ich denke, wir brauchen vielleicht eine neue Art des Formulierens. Auch das wäre dann Teil des Klimawandelprozesses. Wem wird diese Frage gestellt? Vielleicht für Constantia? Ich weiß nicht genau. Dankeschön. Ja, das ist ein Problem. Also auch ein Problem, das in Polen besteht. Wir haben nicht wirklich die richtige Sprache gefunden, um über den Energiewandel zu sprechen. Deshalb ist es kein beliebtes Thema. Klimapolitik, das ist kein Thema, über das die breite Masse diskutieren würde. Genau das meinte ich mit Luftverschmutzung. Also das ist der Punkt, den verstehen die Leute. Das ist da nicht Klimawandel, das ist noch nicht so sichtbar. Aber eher Luftverschmutzung, das ist etwas, was uns dann persönlich Probleme bereitet, was wir dann spüren. Also das ist gelungen in Polen. Wir können nicht so egoistisch sein und einfach nur sagen, ja, Luftverschmutzung, sofern das also von unserem veralteten Heizmethoden kommt, dann können wir das ja verbessern. Aber um CO2 zu reduzieren, um das hinzubekommen, brauchen wir ja noch viel mehr. Und natürlich geht das mit Kosten einher. Und auch wenn das nicht Kosten sind, die wir persönlich aufbringen müssen. Also eine andere Antwort habe ich nicht. Also gut, wie das alles angesprochen wird, Bürgerbewegung, was Ihnen gelingt in Bezug auf dieses Thema. Sie haben es hinbekommen, dass Sie die rechte Sprache gefunden haben, um das Thema anzusprechen. Aber es gibt noch sehr viele andere Bereiche, da müssen wir noch die richtige Sprache finden. Letzte Frage. Daraus ist wirklich zu erkennen, was wir zu tun haben. Strukturwandel, Strukturveränderung sind schwierig zu erzielen. Wir müssen über Alternativen sprechen, über wirtschaftliche
Möglichkeiten. Wir brauchen die Teilnahme der Bevölkerung. Pina hat es auch gesagt, wenn die dort vor geschlossenen Türen stehen, dann führt das weiter zu nichts. Und es geht darum, ein Narrativ zu erfinden, mit dem alle etwas anfangen können. Ich danke allen recht herzlich. Der Europäische Energiesalon tritt erneut im Monat Juni zusammen. Wir haben Fragebögen hier ausgelegt. Bitte füllen Sie das aus, inwieweit Ihnen das hier nützlich vorgekommen ist, diese Veranstaltung. Das hilft uns für die Zukunft. Ich möchte hier Nina Locher, Silvia Weko herzlich danken. Nina hat sich sehr stark eingebracht, um dieses Thema hier voranzutreiben, um zu entscheiden, wer am besten eingeladen wird. Und es gibt hier noch einen kleinen Empfang nach unserer Diskussion. Und ich danke hier allen Teilnehmerinnen, dass sie gekommen sind am Wintertag. Morgen ist der erste Frühlingstag. Vielleicht haben wir ja morgen früh in der Tat ein bisschen Sonne. Also ein herzliches Dankeschön an alle. Und unten gibt es noch den Empfang.